Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Reading für den kommenden Neumond, der am 5. Mai im Zeichen des Stiers stattfindet. Ja, meine Lieben, ihr wisst ja, manchmal habe ich so Eingebungen, was könnte diese Energie jetzt für uns, für unsere Heart and Soul Family mitbringen. Und diesmal, muss ich ehrlich sagen, hatte ich da gar keine Intuition. Dann habe ich natürlich darüber nachgedacht. Das Sternzeichen Stier, das ist ja wirklich sehr, sehr erdbezogen. Ja, da habe ich mir gedacht, könnte es vielleicht um unser materielles Wachstum gehen, um unsere beruflichen Belange vielleicht auch. Und ich habe mich dann aber doch wieder relativ leer gemacht und heute auch mal was Neues ausprobiert. Und zwar, ich habe mit drei unterschiedlichen Tarotdecks gearbeitet. Und zwar habe ich einmal verwendet das Seelenzauber-Tarot. Aus diesem Deck habe ich um drei Karten gebeten mit der Frage, aus welcher Energie kommst du vielleicht noch aus dem letzten Vollmond? Dann hier in der Mitte habe ich gearbeitet mit dem Golden Universal Tarot. Da habe ich gefragt, was bringt die Neumondenergie eventuell akut mit sozusagen. Und dann habe ich hier unten noch das Crystal Vision Tarot benutzt und habe einfach mal gefragt, wie wird sich denn jetzt dieser Zeitraum bis zum nächsten Vollmond eventuell gestalten von der Energie her. Also jeweils drei Karten aus einem Tarotdeck und hier die Unterseite des Decks, die ja auch immer sehr, sehr aussagekräftig als Gesamtenergie ist. Ich habe dann eine Meditation über der Legung gemacht. Ich muss jetzt zugeben, dass die Botschaften eigentlich nichts mit dem zu tun haben, worüber ich mir vorher Gedanken gemacht habe. Ja, also es geht hier nicht wirklich in berufliche Richtung oder materielle Richtung, sondern es geht scheinbar, und dafür sind wir eben jetzt momentan wahrscheinlich die Resonanzgruppe, noch einmal um die Aufarbeitung von Verletzungen, die uns eventuell nochmal ins Bewusstsein gekommen sind, schon in der Phase der letzten beiden Vollmonde, die im Zeichen der Waage stattfanden, wo sich ja alles wirklich um Beziehung gedreht hat. Und hier scheinen noch so Reste ja, auszureinigen zu sein, sage ich mal. Und ich möchte euch das Ganze jetzt mal in einen Zusammenhang bringen. Bitte achte darauf bei den allgemeinen Readings, ja, spür in dich hinein, ob du mit den Botschaften in Resonanz gehst, ja, ob du das Gefühl hast, ja, da fühle ich mich angesprochen, dann darfst du auch davon ausgehen, dass die Botschaften wichtig für dich sind. Wenn du dagegen merkst nach ein paar Minuten, nee, diesmal nicht mein Thema, dann ist diese Energie jetzt einfach für dich nicht stimmig, ja, das ist ja auch dann überhaupt nicht schlimm, denn wir sind ja alle trotz allem in unterschiedlichen Stadien unserer Entwicklung und ich frage ja immer nach den Botschaften für die Menschen, die jetzt mit mir und meinem Kanal, meiner Arbeit in Resonanz gehen, die sie momentan am notwendigsten auch brauchen. Ja, meine Lieben, aus dem Seelenzauber-Tarot, als ich fragte, aus welcher Energie kommst du vielleicht jetzt noch aus dem letzten Vollmond, fielen drei große Arcana-Karten. Und es ist natürlich gewaltig. Ja, ich meine, so ein Tarot-Deck hat 78 Karten und dann drei gewaltige Karten aus der großen Arcana. Wir haben als erstes den Stern. Der Stern steht für Heilung, der steht für spirituelle Erkenntnis und Klarheit. Mit der Karte habe ich also sofort wahrgenommen, dass dir eventuell in diesen letzten Wochen ja etwas wirklich bewusst geworden ist. Ja, vielleicht sogar eine so Art Erleuchtungsmoment, ja, hattest du. Und dieser, und das ist jetzt ganz wichtig, hat bei dir einen Heilungsprozess angestoßen. Ja, also das war mir ganz bewusst bei dieser Karte. Du hast über irgendetwas Klarheit erlangt, ja, dir ist etwas, ich möchte fast sagen, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, bei vielen gab es so einen Aha-Moment, das kann ein Erlebnis gewesen sein. Ja, vielleicht hast du irgendwas Besonderes erlebt, etwas erfahren, etwas über dich rausgefunden, was dir selbst noch nicht bewusst war. Aber diese neue Klarheit, diese Erkenntnis hat einen Heilungsprozess angestoßen. Und dazu passt wundervoll der Eremit. Ja? Der sprang als nächstes während des Missions aus dem Deck. Der Eremit steht ebenfalls für spirituelle Erkenntnisse, die man erhält,
wenn man sich die Zeit wirklich für die Innenschau nimmt, wenn man in den Rückzug geht und wirklich in sich hineinspürt. Und das haben viele von euch gemacht. Ja, ich habe dieses Gefühl, dass ihr das auch gebraucht habt. Ich sehe es aus euren Kommentaren unter den letzten Videos. Ja, viele haben wirklich nochmal den Mut auch aufgebracht, dahin zu schauen, wo es weh tut. Ja, denn oftmals ist es ja so, dass wir genau diese blinden Flecke in uns, dass wir die eben nicht anschauen möchten. Ja, dass wir das immer versuchen, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, unsere wahren Ängste. Was macht uns wirklich richtig Angst? Ja, da möchte ja keiner hinschauen. Aber in Verbindung mit dem Stern ist bei vielen eben hier etwas geschehen. Ihr habt etwas für euch erkannt. Und konntet dann gar nicht anders, als euch diese Schattenaspekte eurer selbst nochmal anzuschauen. Und wir brauchen das auch, ja, denn erst dann, wenn wir diese Schattenseiten in uns wirklich betrachten, und der Eremit, er hat hier auch, hier ist es ein bisschen schwerer zu erkennen, ja, aber auch er hat hier eine Laterne in seiner Hand im Rider-Waite-Tarot. Kennt ihr die Karte, ja, mit der Laterne? Und dieses Licht des Eremiten verkörpert ja genau dieses Beleuchten unserer Schattenseiten. Ja, nur wenn wir das Licht dort hineinbringen und uns dann sozusagen annehmen und lieben, auch mit diesen Schattenseiten, dann können wir in diesen Frieden in uns finden. Ja, und wir können natürlich dann auch noch besseren Zugang zu unserer Intuition erhalten. Weil wir nicht vor bestimmten Aspekten in uns die Augen verschließen, sondern weil wir den Mut aufbringen, wirklich alles anzusehen. Und bei vielen ging es ja gerade jetzt in diesen Vollmonden, wir hatten ja zwei Vollmonde im Zeichen der Waage, ging es ja um das Thema Beziehungen. Und bei vielen ist genau in dieser Beziehung, in einer Beziehung zu einem bestimmten Menschen, etwas geschehen, was euch so ein bisschen einen Schleier von den Augen genommen hat, ja, oder anders ausgedrückt, eine rosarote Brille abgenommen hat. Und genau dann wird es ja schmerzhaft, dahin zu schauen, weil wir ja oftmals an Situationen oder Menschen festhalten, aus dieser Angst heraus loszulassen, denn wir möchten nicht riskieren, diesen Menschen dann wirklich endgültig zu verlieren. Und bei vielen ist hier aber etwas geschehen, was uns so quasi vor gar keine andere Wahl gestellt hat. Weil der andere wirklich sich entweder sehr, sehr deutlich von uns verabschiedet hat, ja, weil wir vielleicht sehr deutlich zurückgewiesen wurden, weil wir vielleicht noch Hoffnung hegten, die durch irgendetwas zerschlagen wurde. Ja, also das musst du für dich fühlen, was es bei dir vielleicht gewesen ist. Und dann stehen wir plötzlich vor dieser Situation, dass das Schlimmste eingetreten ist, was wir uns in dieser Situation hätten vorstellen können. Und damit werden wir gezwungen, in den Rückzug zu gehen, ja, uns selbst zu betrachten, dieser Angst ins Gesicht zu sehen. Und dann natürlich aber auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und schaut mal, wundervoll fällt als dritte Karte die Hohepriesterin. Und du siehst hier unter der Hohepriesterin die Eule. Das ist für mich auch ein unglaublich spirituelles Krafttier. Ja, denn die Eule steht für diese Anbindung an die innere Stimme, an die Intuition. Und gerade die Energie der Hohepriesterin ist ja sehr, sehr spirituell. Und es passt wundervoll hier zum Stern und zum Eremiten. Also viele von euch sind wirklich in dieser letzten Mondphase näher zu sich selbst gekommen. Ihr habt euch besser kennengelernt. Und auch wenn das, was bei vielen passiert ist in den letzten Wochen, schmerzhaft war, ihr habt es überstanden. Und das macht auch wieder kraftvoller. Ja? So, an der Unterseite des Decks, passender könnte es nicht sein, die 6 Stäbe. Ja, das ist die Siegeskarte im Tarot. Ja, also es erwächst daraus Kraft, es erwächst Selbstvertrauen. Und ihr habt das Gefühl, siegreich aus einem Tal, ja, durch das viele jetzt gegangen sind, hervorzukommen.
Das ist auch eine Karte, die Selbstvertrauen symbolisiert. Ja, viele haben wirklich auch durch das, was hier geschehen ist, ihren Wert nochmal neu definiert. Ja, wirklich mal zu sehen, was möchte ich einfach nicht mehr erleben, was möchte ich nicht mehr erfahren, was möchte ich auch nicht mehr mit mir machen lassen. Ja. So, und jetzt, ich weiß, einige schielen schon hier auf diese Reihe. Ihr habt schon gesehen, ja, hier liegen die drei Schwerter. Ich habe jetzt gefragt, und zwar eben dieses Golden Universal Tarot, habe ich gefragt, welche Energie, welche Impulse, was könnte jetzt dieser Neumond im Zeichen des Stiers speziell für uns mitbringen? Und da liegt jetzt nochmal eine Karte, die wir immer nicht so gerne sehen, nämlich die drei Schwerter. Und sehr, sehr interessant, ihr wisst, ich betrachte auch immer, selbst wenn ich jetzt drei verschiedene Decks verwende, die Lage der Karten zueinander. Ja, weil mir das immer noch weitere Hinweise auf die Deutung gibt. Und hier liegen die drei Schwerter direkt unter dem Stern. Und ich habe ja noch gerade gesagt, dass der Stern für spirituelle Erkenntnisse steht, für Klarheit. Und die drei Schwerter stehen zum einen natürlich dafür, dass etwas weh tut, ja, dass alter Schmerz nochmal an die Oberfläche kommt oder auch für schmerzliche Erkenntnis. Und in Verbindung mit den zwei Schwertern, die hier als zweite Karte aus dem Deck gesprungen ist, kann ich spüren, dass bei einigen von euch das, was ihr hier durchgemacht und erlebt habt, dazu führt, dass ihr euer Herz momentan verschließt. Das nehme ich jetzt so wahr, das ist auch die einzige Deutungsmöglichkeit, die mir meine Mannschaft hier sozusagen mitgegeben hat. Du musst jetzt einfach schauen, wie das auf dich passt. Aber es ist von den Karten, wie sie gefallen sind, ja, einfach sehr offensichtlich, denn wir haben hier die drei Schwerter unter dem Stern, ja, also durch etwas, was dir hier Klarheit beschert hat und das hat wirklich wehgetan, hast du eine schmerzliche Erkenntnis für dich gewonnen. Also nehmen wir an, du bist wirklich nochmal massiv von einem Partner oder von einem Wunschpartner zurückgewiesen worden, dann hat es unheimlich wehgetan, aber es hat dir auch die schmerzliche Erkenntnis gebracht, dass du diesen Menschen nun wirklich loslassen oder sein lassen solltest. Ja, dass es keinen Sinn mehr macht, ihm oder ihr dein Herz hinterher zu tragen. Ja, behalte dein Herz bei dir. Und das führt eben dann doch in der ersten Zeit vor allem dazu, dass wir unser Herz verschließen. Die Karte liegt direkt unter dem Eremit, ja, und es passt so wunderschön zu dieser Rückzugsenergie. Denn du siehst hier, ja, diese Frau hat ihr Herzchakra sozusagen mit ihren Händen und den Schwerten verdeckt. Sie hat auch eine Augenbinde an, ja, sie ist momentan einfach nicht offen für Impulse von außen. Sie ist sehr in sich gekehrt, wie gesagt, passt ja sehr schön hier zum Eremit. Denn, und jetzt kommt aber das Positive an dieser Energie, wie gesagt, ich frage hier, was bringt der Neumond mit? Denn das, was sie möchte, ja, ist alles. Und das sind für mich hier die 10 Kelche. Das, was hier geschehen ist, ja, hat letztendlich vielen von euch nochmal die Augen geöffnet, was ihr wirklich wollt im Leben und vor allem mit was ihr euch nicht mehr zufrieden gebt oder in welcher Situation ihr nicht mehr stecken bleiben wollt. Und es ist, bitte, bitte, und das ist mir wirklich ganz wichtig, verurteilt euch nicht dafür, wenn ihr das Herz erstmal zumacht. Bei den Verletzungen, die viele jetzt nochmal getriggert bekamen durch bestimmte Ereignisse, ist es vollkommen natürlich, ja, das ist ein Selbstschutz deinerseits, ja, deiner Seele, dass du erstmal wirklich dein Herz ein Stück weit zumachst und sagst, ich lasse jetzt von außen erstmal nichts und niemanden mehr
an mich ran, denn ich muss erstmal schauen, wie ich meine Wunden zur Heilung bringe. Und danach ist ja der allererste Schritt, um später diese 10 Kelche auch in dein Leben zu ziehen, dass du wirklich dein Herz zunächst für dich selbst öffnest. Und bevor diese 10 Kelche mit einem anderen Menschen ja tatsächlich Wirklichkeit werden können, ist es wichtig, dir diese 9 Kelche ja selbst zu reichen und sie natürlich zu integrieren. Dazu gehören Dinge wie diese Selbstfürsorge, dass du wirklich gut für dich sorgst, dass du dir dein Leben so schön, so angenehm, so freudvoll wie möglich gestaltest, dass du dich gut schützt, dass du Grenzen setzt, gesunde Grenzen, ja, gegenüber anderen Menschen, die vielleicht übergriffig sind von der Energie her, ja, die dich sozusagen als Energietankstelle benutzen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Liebespartner, ein romantischer Partner oder Wunschpartner sein. Das können genauso gut Familienmitglieder sein, Freunde, Arbeitskollegen, ja, die dich sozusagen als Energietankstelle benutzen und du gibst und gibst und gibst, aber deine eigenen Kelche werden immer leerer. Und deswegen darfst du hier, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass dieser Neumond uns das nochmal vor Augen führt, das finde ich jetzt ganz schön, weil ja die Frau die Augenbinde hat, vor Augen führt, dass das, was du vielleicht im Moment wirklich in dir selbst für dich bewahrst, was du aufhebst, was du in dir einschließt, wenn ihr versteht, wie ich das meine, dass das auch da sein darf, ja, dass du jetzt nicht nach kürzester Zeit wieder bereit sein musst, dein Herz zu öffnen für andere Menschen. Denn oftmals, ja, das sage ich ja auch in vielen Videos, ist es genau das Falsche, meine Lieben, nach einer Enttäuschung sich sofort wieder in eine neue Verbindung zu stürzen. Ich habe viele Klienten, Klientinnen, die mir schreiben, sie haben jetzt endgültig den Wunschpartner losgelassen, sie fühlen sich stark, sie haben sich gleich angemeldet in sämtlichen Single-Portalen im Internet, ja. Vorsicht, meine Lieben, denn wenn du deine Wunden nicht wirklich zur Heilung bringst, dann trägst du diese in die nächste Verbindung mit hinein. Und in dieser Energie, wenn du jetzt damit in Resonanz gehst, ja, dann könntest du dich keinem neuen Menschen wirklich von Herzen öffnen. Und es wäre dann dem neuen Menschen auch nicht fair gegenüber. Ja, denn um wirklich in deinem Leben diese 10 Kelche im Sinne einer erfüllten und glücklichen Beziehung zu manifestieren, ist es wichtig, dass du aus dieser Energie herausfindest. Und es ist nicht so leicht, denn schau mal, hier an der Unterseite des Decks liegen die 5 Schwerter. Ja, das ist diese Karte, wo ich immer sage, es ist ein Kampf ohne Sieger. Und viele von euch haben in den letzten Wochen so einen Kampf geführt. Ja. Und das kann, muss jetzt nicht unbedingt in einer romantischen Verbindung gewesen sein, vielleicht auch am Arbeitsplatz, vielleicht mit dir selbst, ja. Man kann auch mit sich selbst einen Kampf ausfechten, ja, beispielsweise, wenn man nicht weiß, wo geht der Weg hin, man ist hin und her gerissen, was soll ich tun, gehen oder bleiben oder tue ich etwas und bereue es hinterher. Das sind Kämpfe, die kosten uns Kraft und Energie. Und auch da kann man schmerzhafte Erkenntnisse für sich gewinnen und sein Herz verschließen. Also, ich nehme es wirklich so wahr, dass dieser Neumond jetzt, ja, dir noch einmal klar werden lässt, dass du, ich sage jetzt mal, was mir gerade in den Sinn kommt, dass du zu schade bist. Klingt jetzt vielleicht komisch, aber so ist es jetzt gerade in mir sozusagen aufgestiegen, ja, dass du zu schade bist für manche Situationen, die du in deiner Vergangenheit geduldet hast. Vielleicht hast du, deine Intuition ist gut, ja, vielleicht hast du in dem einen oder anderen Moment bereits gespürt, eigentlich werde ich hier nicht respektvoll behandelt. Eigentlich verdiene ich was Besseres. Aber gerade jetzt auch wieder, wenn wir jetzt doch mal auf die Liebe schauen, in Liebesdingen ist es ja so, dass wir sehr, sehr lang eine rosarote Brille aufhaben. Ja? Sehr lang
denken wir immer wieder, es ändert sich alles zum Positiven. Wir sehen das, was vom Gegenüber kommt, ja, das sehen wir als absoluten Schatz, ja, das sehen wir als wertvolle Gesten, als Liebesbezeugungen, als sehr, sehr positive Entwicklungszeichen. Aber das, was wir nicht wirklich sehen wollen, ja, wenn wir beispielsweise ignoriert werden, wenn Nachrichten nicht beantwortet werden, wenn wir versetzt werden, wenn Dates ausgemacht sind und dann wird abgesagt aus irgendwelchen Gründen. Das sind alles Dinge, die sehen wir zwar kurz, ja, aber wir wollen sie nicht sehen, also schauen wir nicht wieder hin. Und ich habe das Gefühl, dass genau dies dir jetzt nochmal bewusst werden kann. Vielleicht schaust du nochmal zurück und wirst dir nochmal im Klaren darüber, dass es in dieser Verbindung, die dir jetzt vielleicht diese schmerzliche Erkenntnis beschert hat, schon öfter Situationen gegeben hat, wo du dir gedacht hast, eigentlich, wenn ich es mir genau überlegen würde, aber dann schnell weggedacht, ja, und wieder in der Hoffnung gewesen, wieder diese rosarote Brille aufgehabt. Und viele sind einfach jetzt, und so muss man sagen, in diesen letzten Wochen aus dieser Illusion herauskatapultiert worden. Durch ein bestimmtes Ereignis, durch irgendwelche Wahrheiten, die ans Licht kamen und, und. Ja, und dann habe ich also noch das Crystal Vision Tarot befragt. Und zwar wollte ich jetzt mal wissen, wie entwickelt sich die Energie für uns denn in Richtung wieder kommenden Vollmond. Und da fielen jetzt drei sehr interessante Karten, nämlich einmal die Königin der Schwerter, der Ritter der Stäbe und die Königin der Stäbe. Zwei Königinnen kreisen den Ritter der Stäbe ein. Der Ritter der Stäbe unter den zwei Schwertern und dem Eremit liegt ganz klar symbolisch für einen Menschen, wenn es bei dir jetzt in dieser Legung um einen Menschen ging, ja, mit dem du diese eventuell schmerzliche Erfahrung gemacht hast, ist das dieser Ritter der Stäbe. Als erstes kam mir in den Sinn, es könnte sein, dass du dich von diesem Menschen auch sexuell ausgenutzt fühltest. Vielleicht kam er, kann jetzt auch eine Frau sein, ja, oder sie, auf dich zu, vor allem aus sexueller Motivation heraus, ja, denn der Ritter der Stäbe steht einfach im Tarot auch für die Sexualität, für die Leidenschaft. Also es könnte sich um eine Affäre handeln, ja. Dieser Mensch scheint aber jetzt in dieser kommenden Zeit eventuell nochmal aufzuploppen, ja. Also der liegt hier ganz klar im Kartenblatt und ich habe das Gefühl, dass ihr eventuell hier nochmal Nachrichten bekommen könntet, dieser Mensch könnte auf euch zukommen. Aber was ich unglaublich positiv finde, zwei Königinnen. Wenn du als Mann schaust, siehst bitte jetzt als Könige, ja, dann wär's der Schwertkönig und der Stabkönig. Zwei Königinnen, die beide den Blick zu ihm gerichtet haben, ja, werden verhindern, und meine Lieben, das spüre ich ganz deutlich, dass ihr wieder in ein altes Muster verfallt. Denn, schaut mal, die Schwertkönigin, ja, dieser Gesichtsausdruck, vollkommen siegesicher, ganz klar in dem, was sie möchte, unter den drei Schwertern und dem Stern, sie hat nichts vergessen. Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr nicht verzeihen sollt, ja, aber das, was hier im Kartenblatt liegt, ist noch nicht lange her. Ja, also hier handelt es sich um eine Energie, die noch wirklich im Feld ist. Und kein Mensch verlangt, dass du, wenn du wirklich ein sehr unschönes Erlebnis hattest, diesen Menschen sofort vergibst, wenn der hier wieder in dein Leben schneit. Ja, und deswegen hier die Schwertkönigin. Du wirst diese schmerzliche Erkenntnis noch in deinen Gedanken haben und du wirst dich und deine klare Position verteidigen. Du wirst deinen Raum behaupten, ja, ganz gleich wie er oder sie auf dich zukommt, du bleibst bei dir, das nehme ich wahr. Und wunderschön hier, die Königin der Stäbe, und das finde ich so krass, schaut mal, er kommt als Ritter, ja, aber du bist mittlerweile die Königin. Und eine Königin oder ein König, musst jetzt für dich umdenken, ist nur eines Königs würdig.
Wenn der Ritter sich irgendwann zum König transformiert, ja, darf er gerne um Audienz bei dir bitten. Aber momentan, ja, schau mal, hast du im Kopf die 10 Kelche. Die Hohepriesterin, deine Intuition, sagt dir ganz genau, ja, ob dieser Mensch hier in seinen Transformationsprozess eingetreten ist, ja, aber wie gesagt, ich bezweifle das hier aktuell noch, sonst wäre er als König gefallen. Aber du weißt, das ist das, was du möchtest. 10 Kelche. Ja? Dir reicht es nicht, wenn hier jemand mit einem Angebot kommt, das vielleicht auch wieder nur kurzfristig dafür sorgen soll, um dich wieder quasi in den Energiebereich dieses Menschen reinzuholen. Ja? Nein, du weißt, was du möchtest und deswegen darfst du ihm oder ihr gegenüber hier auch wirklich reserviert sein, dein Schwert erheben und sagen, das, was ich schon mal hier erlebt habe, das ist noch in meinem Energiefeld und eine liebevolle WhatsApp, ja, oder ein Hallo, wie geht's, können sicher nicht dazu führen, dass du hier wieder in alte Muster verfällst, denn schau mal, hier liegt der Gehängte an der Unterseite des Decks. Dir ist nämlich bewusst, dass du dich damit wieder in eine Stagnation begeben würdest und der Lichtkranz um den Gehängten, ja, der auch hier sehr schön zu sehen ist, ist deine Erleuchtung. Und damit schließt sich der Kreis wundervoll dieses Readings, ja, denn wir haben dies hier als letzte Karte der Legung und den Stern als erste Karte. Diese spirituellen Erkenntnisse, ja, die du in den letzten Wochen für dich gewonnen hast, nimmt dir niemand mehr. Du wirst dich nicht mehr aufhängen lassen hier an den Baum, ja, in einer Warteschleife verharren und darauf hoffen, dass sich Dinge zum Besten wenden. Du bist die Königin oder der König. Du bist Gold und hast auch nur Gold verdient. Ja, der Ritter, der Stäbe hier, der ist noch kein Gold. Ich weiß nicht, ob er Silber ist. Kommt mir eher vor wie Bronze. Ja, aber das ist jetzt nur so eine Intuition von mir. Also meine Lieben, alles in allem ein wundervolles Reading. Ich habe jetzt die Energien einfach so angenommen, wie sie mir gezeigt wurden. Dieser Neumond könnte dir einfach nochmal ganz klar machen, was du möchtest, um dich zu wappnen, falls der Ritter der Stäbe dann doch nochmal hier bei dir an der Tür klopft. Du weißt, was du möchtest. Du bist die Queen of Wands, du bist die Königin der Stäbe und die ist emotional vollkommen unabhängig. Die genießt ihr Leben, ja, die weiß, wer sie ist und die weiß, für was sie sich zu schade ist. Wunderschön. Meine Lieben, ich hoffe, dieses Reading konnte euch ein paar wertvolle Impulse mitgeben für diese Neumondenergie. Ich bedanke mich natürlich für eure Kommentare. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, ob ihr in Resonanz gehen konntet. Ich freue mich über eure Likes, natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich bedanke mich für jeden Energieausgleich, der bei mir eingeht, für meinen kostenlosen YouTube-Kanal hier, um den zu unterstützen, sodass ich euch auch in Zukunft weiter diese Readings zur Verfügung stellen kann. Ja, dann wünsche ich euch eine tolle Neumondzeit. Und ja, ich sehe es sehr, sehr positiv in unsere Familie für diese Energie und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und schon mal ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Uli.